Liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserem Abend Freud und die Fotografie. Mein Name ist Ruth Horak, ich bin Kunsthistorikerin und habe mich aber gleich zu Beginn für Fotografie eingelassen und nicht mehr davon weggekommen und interessiere mich seither für das Phänomen Fotografie. Und Monika Pessler, dich brauche ich glaube ich nicht vorstellen, aber du bist Direktorin hier jetzt auch schon bald seit 10 Jahren. Ja. Und ich freue mich sehr, dass du dich darauf eingelassen hast, auf diese Idee Freud und die Fotografie, Ideen zu sammeln, Gedanken zusammenzuwerfen. Und wir haben es im Untertitel noch genannt, eine Annäherung, weil wir das relativ spontan gemacht haben. Und ja, die Ruth, herzlich willkommen in der Berggasse 19, auch von meiner Seite. Die Ruth ist gekommen wegen dieser Veranstaltungsreihe im Rahmen der Foto Wien. Und war, am Anfang war ich ein bisschen überfordert, weil das dann doch ein bisschen kurzfristig war. Und dann haben wir aber so viele Ideen gehabt. Und auch im Zuge meiner Tätigkeit hier war natürlich in erster Linie mal der Umbau des Ursprungsorts der Psychoanalyse wichtig. Aber diejenigen von Ihnen, die das Museum kennen, wissen auch, dass die Fotografie auch bei der Neukonzeption ebenso wie im Alten Museum eine ganz besondere Rolle spielt. Dazu werden wir heute ja auch noch einmal kommen. Und es gibt aber so wahnsinnig viele Facetten eben mit Freud und die Fotografie. Und natürlich haben wir Peter Weibels Text zum Ausgangspunkt genommen. Mhm. Oder Ruth hat es gemacht. Das heißt, wir werden uns wirklich nur annähern und einige Aspekte anreißen, denke ich, heute. Genau, ich glaube, es war der Peter Weibel ist eben gerade gestorben gewesen, genau, wie ja. Wir das beschlossen haben. Und ich habe dann diese Kamera Austria rausgeholt mit dem Bild. Und das war dann so quasi gleich die erste Idee, nehmen wir doch das als Teaser, als Ankündigungsbild für den heutigen Abend. Nur, was ich noch dazu sagen wollte, die Gesprächsreihe hat der Felix Hoffmann initiiert vom zukünftigen Fotoarsenal und jetzt eben Foto Wien, der die Foto Wien ausrichtet. Und die Idee war, Sammlungen zu besuchen, interessante Themen aufzutun und mit Künstlern und Künstlerinnen zu sprechen. Also dieses Bild, fangen wir an, steigen wir gleich direkt ein. Also, das wir als Ankündigung gewählt haben, ist vom John Baldessari mit dem Titel Emma und Freud. 1984, Acryl auf Fotografie, ungefähr 60 x 40 cm. Und Baldessaris Vorgehensweise ist immer die, dass er Dinge miteinander kombiniert, also in dem Fall zwei gefundene Bilder, die er aus ihrem ursprünglichen Kontext nimmt und ein neues Thema durch die Kombination herausbildet. Was macht er hier? Er stellt zwei Gesichter übereinander, provoziert damit, dass man sie vergleicht. Derselbe Maßstab, derselbe Ausschnitt, andere Blicke allerdings, der eine in sich gekehrt, der andere Blick eher aus dem Bild heraus in die Ferne gerichtet. Und dann natürlich auffällig die rote Farbe. Zweimal auf unterschiedliche Weise eingesetzt, einmal eben das Porträt eines Mannes, dessen Gesicht so ikonisch ist, dass wir es in unserer westlichen Welt eben sofort als das Gesicht von Sigmund Freud erkennen. Und er hat es ganz flächig rot lasiert, also so transparent, dass man die Fotografie durchsieht. Während der Kopf einer antiken Statue, so wie wir es auch gewöhnt sind, also in Stein gehauen, zum Teil ramponiert, Nase kaputt, Augen beschädigt. Dort hat der Baldessari eben nur einzelne rote Flecken, die aber deckend platziert, kleine, wenige, und durch die Stelle, an der sie platziert sind, nehmen wir sie natürlich automatisch als Nasenbluten wahr. Die Übermalung beeinflusst natürlich die Wahrnehmung, also die erste Assoziation ist wahrscheinlich in Blut getränkt, die zweite aus der Fotografie kommend ist das Rotlicht in der Dunkelkammer, wenn man Schwarz-Weiß-Fotografien vergrößert, und der Titel spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Denn so knapp wie er auch sein mag, lenkt er natürlich automatisch oder gibt eine Leserichtung vor. Emma und Freud.
interessant vielleicht auch, dass er eben einen Vornamen und einen Nachnamen kombiniert, wodurch wahrscheinlich automatisch auch eine Hierarchie entsteht. Der Nachname, den wir sofort identifizieren, als der Name eines berühmten Arztes, und ein weiblicher Vorname, Emma, jetzt nicht unbedingt ein Name, glaube ich, aus der griechischen Mythologie, also nicht, Emma, ja. Ja, Freud und Emma. Und wir haben uns gefragt, wer ist Emma? Ja. Wer ist Emma? Wer ist Emma? Emma Eckstein. Lasse ich ganz eindeutig in der Kombination natürlich mit Freuds Gesicht bezeichnen oder dieses Statuengesicht bekommt sozusagen einen Namen, weil die um die Geschichte der Psychoanalyse wissen, Emma Eckstein kennen. Das ist eine ganz besondere Figur. Sie ist Anfang der 1880er Jahre Patientin von Sigmund Freud geworden, ist mit hysterischen Symptomen zu Freud gekommen. Wie genau diese Symptome waren, das weiß die Geschichte nicht. Und einer Behandlung unterzogen worden. Die hat gedauert von 1884 bis 85 bis 1887. Also sie gehört zu den ganz frühen sogenannten Hysteriepatientinnen von Sigmund Freud. Emma Eckstein entstammt einer jüdischen Fabrikantenfamilie mit vielen Geschwistern, 9 Geschwistern. Ihre Schwester war die Therese Schlesinger, die Frauenrechtlerin. Auch Emma Eckstein war als Publizistin, Journalistin, Kinderbuchautorin tätig und ganz stark in die Frauenbewegung involviert. Was insofern interessant ist, dass die Geschichte und der Beginn der Psychoanalyse parallel läuft mit der Entwicklung der Frauenbewegung in Wien. Und so kommt es auch nicht von ungefähr eigentlich, dass sie als Tochter aus einem bourgeoisen Hintergrund oder Familie sozusagen zu Freud geschickt wird, um ihre Leiden zu bewältigen. Und dann passiert was ganz Schreckliches. Der Freud ist in dieser Zeit, wo er sonst eigentlich ziemlich allein dasteht, unter der Ärzteschaft. Freud war Neurologe, hat gerade zu Beginn der 1890er Jahre begonnen, als Psychoanalytiker zu arbeiten. Zuerst zusammen mit Josef Breuer die kathartische Methode entwickelt und war dann noch ganz der Verführungstheorie, fühlte er sich verpflichtet. Und die Verführungstheorie in der Psychoanalyse, das wissen Sie auch, meint, Freud geht darauf zurück, dass alles hysterische Leiden sich begründet ist in einem sexuellen Missbrauch in der Kindheit oder der Pubertät. Jetzt ahnt die Geschichte, dass seine Theorie, die Verführungstheorie, verstärkt wurde durch die Fallgeschichte Emma Eckstein. Das beschreibt auch seinem Freund Wilhelm Vlies, mit dem er in dieser Zeit selbstanalytisch sozusagen, was schlussendlich in die Traumdeutung mündet, selbstanalytisch sich auseinandersetzt und auch allerdings anonymisiert in dem Briefwechsel über die Emma Eckstein schreibt. Und der Vlies, ich muss ein bisschen schneller, kürzer, gell? Ja, und bittet dann den Vlies, bespricht mit ihm seine Fallgeschichten und bittet den Vlies, sich die Emma Eckstein anzusehen, und das tut er. Und Vlies ist Hals-Nasen-Ohrenarzt in Berlin und stellt eine Verbindung her zwischen dem Nasenorgan und dem weiblichen Geschlechtsorgan und den weiblichen Zyklen. Und meint, wenn sozusagen die Nase beschädigt ist, wer könnte das auch ein Hinweis in Verbindung mit der weiblichen Geschlechtlichkeit, ein Hinweis auf hysterische, auf die Erkrankung sein? Und rät zu einer Nasen-OP, die dann unglücklicherweise 90er Jahre, wir sind Mitte der 1890er Jahre, durchgeführt wird.
Und der Emma Eckstein geht es nach der Operation schlechter und schlechter und schlechter. Und da gibt es diese wunderbare Szene, die er auch seinem Freund Wilhelm Vlies dann schreibt. Der Emma Eckstein geht es immer schlechter. Und sie blutet, hat starke Blutungen aus der Nase und Absenzen und das ist alles ganz schrecklich. Und der Vlies ist beleidigt, ob das was mit Operation zu tun haben soll und so weiter. Und der Freud zieht dann einen Chirurgen hinzu, der noch einmal operiert und einen 25 cm großen Gassestreifen aus der Nase entfernt, was unglaubliche Blutungen verursacht, die fast zu Emma Ecksteins Tod führen. Interessant dabei ist, dass auch diese, und deshalb auch das Foto dieser zwei Männer, daneben, also auf der linken, von uns aus gesehen links der Freud und rechts sein Kompagnon Wilhelm Vlies, mit dem ihm eine sehr emotionale, sehr enge Bindung die beiden verbindet. Und das eigentlich auch der Beginn eines schwelenden Zerwürfnisses ist, weil der Freud hin und her gerissen ist, die Emma Eckstein zu verteidigen, beziehungsweise seinen Freund Wilhelm Vlies. Und in seiner patriarchalen Haltung sich nicht so leicht tut damit. Es gibt auch diese Szene, wo ihm ganz übel wird. Er kriegt was an Kreislaufkollaps, wie er sieht, wie schlecht die Emma beieinander ist. Und sie sagt dann spöttisch zu ihm, lieber Sigmund, wir sind das starke Geschlecht. Woraufhin der Sigmund Freud dann dem Vlies schreibt, und zwar, wir haben ihr Unrecht getan. Ich habe es aufgeschrieben. Wie schreibt er genau? Ah, wir hatten ihr also Unrecht getan. Sie war gar nicht abnorm. Also ich habe das auch nochmal, nachdem du mir die unglaubliche Geschichte erzählt hast, nachgelesen. Und der Wilhelm Vlies hat tatsächlich also auf 137 Seiten das veröffentlicht, also über zig Fälle, wie der Zusammenhang zwischen der Nase und dem weiblichen Geschlecht quasi aus seiner Sicht zu beweisen ist. Ist er. Ja, also das war für mich. Das sieht man bei uns auch ein bisschen ausgestellt im Schlafzimmer der Freud, also in der Vitrine, da geht es um die Traumdeutung und den Beginn der Selbstanalyse von Sigmund Freud und da kommt Vlies natürlich vor. Mhm. Und auch Emma Eckstein mit ihrem Buch über Spinnen und Ameisen. Kinderbuch. Wir haben dann auch noch weiter überlegt, warum jetzt John Baldessari dieses Bild 1984 macht, ob es theoretisch ein Jubiläum sein könnte, es war aber ein bisschen später, aber es gab dann doch einen Hinweis, nämlich, wo habe ich ihn jetzt, einen Herrn, der Jeffrey Masson heißt, ja. Der eben die Briefe, die der Freud an den Vlies geschickt hat, zur Gänze wieder aufgelegt hat. Es gab schon eine erste Auflage, aber er hat so quasi die also unzensierte Version noch einmal. Genau. Vlies, die Antworten sind nicht erhalten. Die hat er, hast du mir gerade vorhin erzählt, der Freud vernichtet, nachdem die Freundschaft gebrochen war. Und dieser Masson war offensichtlich in der New York Times mehrmals Anfang 1984. Also eine Hypothese, dass der John Baldessari das gesehen haben könnte. Aber noch deutlicher ist der Hinweis, den ich gefunden habe, dass der Baldessari selber 1984 eine Psychoanalyse begonnen hat. Also genau. Die Verhältnisse sind. Und es hat sich aufgrund dieser Publikation von Masson hat sich eine unglaubliche Diskussion in den Kreisen der Psychoanalytiker entwickelt, weil der Masson sehr kritisiert hat, dass Freud über Emma Eckstein sozusagen dieser Verführungstheorie anhing. Und sie war auch nicht die erste und nicht die letzte Patientin, der er natürlich unterstellt hat, sozusagen, das eine Mal mehr berechtigt, das andere Mal weniger, dass das, was in der Fantasie der Frau existiert, dass das ein heimlicher Wunsch ist. Und das, was ihr angetan wurde, sozusagen von ihr im unbewusst gewünscht worden sei. Das hat Freud natürlich über Emma Eckstein jetzt nicht so explizit gesagt, aber Masson hat das Freud unterstellt, dass es sozusagen in dieser Theorie auch eine antifeministische Haltung dazu tragen gekommen ist. Parallel dazu, dass Freud eigentlich den Hysterikerinnen sozusagen seiner Zeit einer der wenigen Männer war, die das geglaubt haben,
Und auch dieser sexuelle Missbrauch, der gang und gäbe war, auch, hat sich auch über Emma Eckstein ganz intensiv mit dem sexuellen Missbrauch von Dienstmägden und Dienstmädchen in Wien auseinandergesetzt, worüber die Emma Eckstein auch geschrieben hat, die sich für die Sexualerziehung des Kindes und die Rechte von Müttern, die von ihren Dienstherren geschwängert werden, sehr stark eingesetzt hat. Also es war immer so ein Hin und Her und ein Ausloten, um herauszufinden, was das Unbewusste sozusagen, was sich im Unbewussten abspielt, ja, bei den Hysterikerinnen. Was wir eigentlich heute vorhaben, ist also so quasi zu überprüfen, was hat Freud und die Fotografie, was haben die miteinander zu tun, weil eigentlich gibt es ja nichts. Also jetzt gibt's, Sie sehen endlos Literatur von und über Freud, aber das Thema Freud und die Fotografie ist sozusagen unbehandelt, weil es ja eben tatsächlich fast nichts gibt. Und nachdem ich aber jetzt seit 25 Jahren Fototheorie lese, kommt es doch immer wieder vor, in so kleinen Punkten. Und jetzt haben wir nachgesehen und also es gibt sozusagen nichts, aber wir haben trotzdem jetzt in 6 Kapiteln das vorbereitet, was es doch gibt in verschiedenen Bereichen. Und Freud hat selber überhaupt gar nicht fotografiert und er hat auch so gut wie nichts darüber geschrieben, das Wort Fotografie so gut wie nicht erwähnt. Was interessant ist, weil es ja eine Neuerung war, ne? eine sehr etablierte in der Zeit. Aber wir haben jetzt doch 2 Zitate gefunden, die wir jetzt mal in den Anfang noch stellen. Das erste Zitat ist von 1913. Jetzt habe ich irgendwie hingeklickt. So. Aus der Schrift einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten. Und das eigentliche Zitat ist da im 3. Absatz, aber ich habe die 2 längeren noch dazugestellt, ein bisschen zum Mitlesen, damit man den Kontext auch begreift. Und er verwendet in diesem Absatz Begriffe, die auch in der Fotografie eine Rolle spielen. Also einerseits den Begriff der Latenz, gleich im 1. Satz. Wir wollen nun die Vorstellung, die in unserem Bewusstsein gegenwärtig ist und die wir wahrnehmen, bewusst nennen und nur dies als Sinn des Ausdruckes bewusst gelten lassen. Hingegen sollen latente Vorstellungen, wenn wir Grund zur Annahme haben, dass sie im Seelenleben enthalten sind, mit dem Ausdruck unbewusst gekennzeichnet werden. Also wir haben jetzt hier schon das Bewusste und das Unbewusste als Gegenteil. Und wenn man es jetzt auf die Fotografie überlegt, das latente Bild und das Bild als ähnliches Gegenteil. Dann geht es weiter um, dass das unbewusst ist, eine regelmäßige, will ich jetzt nicht alles lesen, aber es gibt dann auch Begriffe wie das Entwickeln, ein Begriff, der jetzt nicht von der Fotografie gepachtet ist, aber natürlich doch eine große Rolle spielt. Jeder psychische Akt beginnt als unbewusster und kann entweder so bleiben oder sich weiterentwickelnd zum Bewusstsein fortschreiten. Also auch dieser Weg, das Unbewusste kann sich entwickeln und dann quasi zum Bewussten werden. Und dann ist vielleicht noch ein Begriff in der drittletzten Zeile interessant, dass die Abwehr ins Spiel gebracht wird. Wenn quasi eine Abwehr stattfindet, dann findet dieser Schritt vom Unbewussten ins Bewusste nicht statt. Und in der Fotografie gibt es jetzt eben tatsächlich diese Begriffe, das latente Bild, das heißt ein Bild, das bereits aufgenommen wurde, aber noch nicht sichtbar ist. Film in der Kamera, in der Patrone, ist belichtet, aber solange der Film in der analogen Fotografie nicht entwickelt ist, ist das Bild unsichtbar und in der Form latent. Das heißt, erst in dem Moment, wo es belichtet wird, schwärzen die, wie immer, Silbersalze nach und es kommt ein Negativ zu Vorschein. Und jetzt könnte man quasi sagen, es ist die Latenz in der Fotografie ist eigentlich das Unbewusste, das Negativ ist das Vorbewusste und das Bild ist dann das Bewusste.
Und jetzt ist aber in diesem Zitat, also in dem letzten Absatz, hat es der Freud nicht ganz so genau wie ich jetzt aufgelöst, aber immerhin, eine grobe, aber ziemlich angemessene Analogie dieses supponierten Verhältnisses der bewussten Tätigkeit zur unbewussten bietet das Gebiet der gewöhnlichen Fotografie. Das erste Stadium der Fotografie ist das Negativ und jedes fotografische Bild muss den Negativprozess durchmachen. Und einige dieser Negative, die in der Prüfung gut bestanden haben, werden dem Positivprozess zum Positivprozess zugelassen, der mit dem Bild endigt. Also ich behaupte jetzt, dass man eben dieses dritte Stadium auch noch dazugeben kann, also vom nicht nur negativ und positiv, sondern eben auch das latente Bild, in dem es noch gar nicht sichtbar ist. Dann scheint mir auch, dass die Begriffe positiv und negativ, dass ihm die in die Hände spielen, also im Sinne von, dass das Negative das Verdrängte ist und dem quasi wenn dem Verdrängten, dem Negativ die Abwehr entgegenschlägt, wenn es eben nicht ausgesucht wird, nicht ins Bewusstsein darf, dann bleibt es dort, bleibt ein Negativ und im anderen Falle, wenn es ausgewählt wird oder die Prüfung bestanden hat, kann es zum Positiv oder zum Bild werden. Und der Begriff entwickeln, wer immer von Ihnen schon in einem Fotolabor war, es hat natürlich diesen magischen Augenblick in der Dunkelkammer, wenn ein belichtetes Fotopapier in der Entwicklerwanne liegt und wenn dann dort langsam beginnt, ein Bild zum Vorschein zu kommen. Oder wie der Talbot das sagt, dass jedes Detail eines nach dem anderen nach und nach erscheint. Also dann ist diese Idee vom Entwickeln eines Gedanken oder das Auflösen von Schichten, bis man dort ist oder in der Fotografie, dass man das aus der Kamera obscura holt, aus diesem Dunklen und aus dem Obskuren herausholt und ans Licht holt und eben sichtbar macht. Und also diese Negative, die Prüfung bestanden haben, werden zum Positivprozess zugelassen und enden aber mit dem Bild. Und das finde ich auch interessant. Also das Bild ist eigentlich für den Freud nicht interessant. Es ist dann dort endet, weil dort ist es dann eh bewusst und da gibt es nichts mehr zu tun. Ja, genau. Und das ist auch, das fällt mir jetzt ein, wenn du das so schilderst, so toll und anschaulich. Das ist natürlich auch seine Kritik an der bildenden Kunst überhaupt, zu der Freud ja überhaupt keinen Bezug hatte. Die Diskussion, die er auch mit Breton ab 1921 führt, Breton ist September, Oktober 1921 hier in der Berggasse besucht Freud. Und da entwickelt sich diese Diskussion, dass der Breton zum Beispiel ihn einlädt, einen Traumbeitrag ihm zu geben. Und der Freud dann doch, das passiert dann erst in den 30er Jahren, und der Freud sehr explizit antwortet, dass er sicher ihm keine Traumschilderung von sich geben wird, weil ich weiß nicht, wie ich es ihnen erklären soll. Das Latente interessiert mich, nicht das Manifeste. Nicht das manifeste Traumbild oder das manifeste vom Künstler festgehalten, sondern das Dahinterliegende. Und was das manifeste Bild einem sagen soll, ohne Assoziationen, mir sagt es nichts. Was es jemand anderen sagen kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da ist er sehr dezidiert. Worauf Breton diesen Brief abdruckt, im KL und damit einen Beitrag von Freud zu seiner Traumsammlung hat. Aber das ist wunderbar, diesen Prozess, wie Freud das verwendet. Also diese Metapher kommt ja in übertragenen Sinn auch in seinem Text, gehen wir da aufs nächste vielleicht, Wunderblock, kommt das noch einmal vor von 1925. Genau, also wir haben jetzt 12 Jahre später, spricht er ein zweites Mal von der Fotografie. Fotografie. Und zwar, wissen Sie, was ein Wunderblock ist? Das ist ein Instrument, ein Schreibinstrument, in dem eine Zelluloidplatte, ist die oberste Schicht, die untere Schicht ist ein Wachsblatt und die ganz unterste Schicht ist eine Wachstafel. Und man kann mit einem Stift hineinzeichnen und über diesen Vermittler der obersten Zelluloidschicht, die dieses
Wachspapier, das drunter ist und sehr empfindlich ist, schützt, Reizschutz, wie im psychischen Apparat. Der Freud nennt die menschliche Psyche einen psychischen Apparat. Hier geht es auch um das Wahrnehmungsbewusstsein. Also wie beim Aufbau des Wahrnehmungsbewusstseins wird über den Reizschutz, den er vorher schon beschrieben hat, also wie bei diesem Wunderblock, eingedrückt in die untere Wachsplatte und erscheint durch. Ja, kann man sich das vorstellen, Zellulitplatte, dann dieser Abdruck vom Wachs auf diesem Wachsblatt und das durchscheint. In dem Moment aber, wo wir das aufheben, ist es gelöscht. Wenn man ganz genau schaut, gibt es diese Spuren noch im Unbewussten, gibt es diese Spuren noch, aber sie werden an andere Bewusstseinssysteme weitergegeben sozusagen. Und nur ein Teil davon bleibt im Bewusstsein oder kommt ins Bewusstsein. Und so erzählt er die Metapher. Und ein zweites Mal eben das Unbehagen der Kultur, wo er die Fotografie nennt als Instrument, als Verbesserung sozusagen der sensorischen Fähigkeiten der Menschen, dass der Mensch viele Verbesserungen erfunden hat, wie das Hörrohr zum Beispiel, um das Gehör zu verbessern. Die Fotografie, die abbildet so flüchtige Momente in der Vergangenheit und damit sozusagen auch die Funktion des Gedächtnisses, eine Analogie des Gedächtnisses ist oder des Sich-Erinnerns ist. Da erwähnt er das letzte Mal, glaube ich, die Fotografie als Instrument der Sinnenerweiterung und spricht vom Menschen, der das ja aus seiner Perspektive damals um die Jahrhundertwende oder nach der Jahrhundertwende schon zu einem bestimmten Niveau gebracht hat, von dem Menschen als sogenannten Prothesengott. Und vergisst aber nicht, den Hinweis darauf zu geben, dass auch der heutige Mensch, also der damalige Mensch, mit dieser Gottähnlichkeit, die er dadurch erreicht, keineswegs glücklich ist. Und er fürchtet sich sozusagen von den zukünftigen technologischen Erneuerungen, bildgebenden Verfahren, da fällt uns jetzt viel ein, die das Glück des Menschen nicht vergrößern werden oder vielleicht sogar Schwierigkeiten bereiten werden. Also er war relativ technikskeptisch, oder? Sehr, kann man sagen. Sehr. Ein zweites spannendes Thema, das mich, glaube ich, auch schon immer begleitet, seit in den 90er Jahren ein Buch von Georges Didi Übermann herausgekommen ist mit dem Titel Die Erfindung der Hysterie. Und du hast mich dann bei der Führung durch die Ausstellung noch draufgebracht, dass Freud ja als junger Arzt quasi seinen Turnus in Paris gemacht hat, in der Salpêtrière. Genau. Und also das ist in der Fotografie ein ganz wichtiges Kapitel und dann kommt es so quasi da auch nochmal. Bei Martine Charcot. Genau. Und jetzt gibt es im Behandlungszimmer eben ein Bild, das immer dort hing. Also die ganzen 50 Jahre fast, die er da war, hing dieses Bild über dieser Vitrine. Und die Behandlungscouch war hier. Das heißt, wenn man als Patientin nach rechts sah, konnte man dieses Bild, das sie rechts vergrößert, auch nochmal sehen, zumindest bemerken. Es ist eine Reproduktion eines großen Gemäldes, das in Paris jetzt noch in der Universität hängt. Und es zeigt eine Dienstagslektion von einem damals schon sehr angesehenen Arzt, der quasi die Forschungen zu neuropathologischen Phänomenen begründet hat, wenn man so will. Also Freud war dort im Herbst 85 bis ins Frühjahr 86, 6 Monate lang, hatte ein Stipendium und hat so quasi seinen Turnus in dieser Klinik des Psychiaters Jean-Martin Charcot gemacht. Und dazu muss man wissen, dass diese Salpêtrière eine besondere Geschichte hatte, die der Freud auch kannte. Also Charcot war, so quasi verkürzt gesagt, interessiert an der Arbeit mit den Patientinnen in dieser Salpêtrière und seine Berufung war es quasi, mit den Lähmungen, den Zuckungen, den Krämpfen
für die es vor 40 Jahren keinen Namen und kein Verständnis gab, zu arbeiten. Und Salpêtrière hat Forscher Koch quasi als Irrenhaus gegolten für Frauen, in welchen rund 4000 Verrückte und Unheilbare eingesperrt waren. Und Ziel war es natürlich, diese Zustände zu verbessern und grob gesagt eine Lokalisierung von Nervenkrankheiten zu finden. Und Freud beschreibt, also er ist dort, er ist, nimmt teil an diesen Lektionen, er ist so quasi 6 Monate dem Charcot zugeteilt als Schüler und auch dann als Übersetzer für die französischen Vorlesungen. Und Freud beschreibt dieses Bild, dass das eben in diesem Hörsaal zu sehen war. Das heißt, er wusste um die Vorgeschichte des Krankenhauses, weil er eben dieses Bild kannte von einem Tony Robert Fleury. Und es geht um einen Arzt, der eben schon 1795, also fast 80 Jahre vorher, begonnen hat, die Ketten abzunehmen. Und das Bild heißt jetzt, den Insassen der Salpêtrière werden die Ketten abgenommen. Der Freud schreibt, dass er den armen Irrsinnigen der Salpêtrière die Ketten abnimmt. Das heißt, Freud ist bei Charcot, es gibt auch solche gewidmeten Kartkabinett von ihm, also mit so quasi Souvenir aus der Salpêtrière. Und Charcot hat Freud nachhaltig beeindruckt und beeinflusst. Es gibt diverse Erwähnungen in Briefen, gleich im November 85 an seine Verlobte: er reißt meine Ansichten um. Oder im Jahr drauf: ich habe einen Lehrer gefunden, wie ich ihn mir immer vorgestellt hatte. Wie nachhaltig dieser Aufenthalt war, zeigt auch, dass er eben die Vorlesungen des Charcot, er hat sich angetragen, sie zu übersetzen auf Deutsch, eben insbesondere über die Hysterie. Und er hat seinen erstgeborenen Sohn, den Jean Martin, nach dem Charcot benannt. Und er hatte eben dieses Bild immer im Behandlungszimmer hängen. Ganz wichtig ist vielleicht auch, dass Freud bei von Charcot das Verfahren der Hypnose zur Heilung oder zur Analyse der Krankheitsetiologie, also des Krankheitsursprungs, heranzieht und ganz begeistert ist, welche Möglichkeiten die Hypnose dem Arzt gibt, der Patientin oder dem Patienten auch Entspannung zu geben. Ja? Und da hat es auch so einen Zirkus gegeben. Zirkus nennt man das, glaube ich, mittlerweile macht man es, glaube ich, nicht mehr so. Aber als mein Vater Medizin studiert hat, hat man auch noch solche Zirkusse gemacht, wo man Kranke vorgeführt hat und den Studierenden gezeigt hat. Und auch katatonische Patienten und Patientinnen zum Beispiel konnten sich plötzlich bewegen, nicht? Oder konnten plötzlich wieder sprechen. Also es ist darum gegangen, diese Symptome, die in der Form ja heute nicht mehr so vorkommen, dass jemand eine Sprache spricht, die er noch nie gesprochen hat oder die er selten spricht oder nicht mehr gehen kann und sich nicht mehr bewegen kann, unter dem Einfluss der Hypnose dann diese Symptomatik zurückgegangen ist. Das war aber Freud dann am Ende des Tages nicht ausreichend, weshalb er eben, und er hat zum Anlass genommen, wenn man sich das vorstellt, dass ihn 50 Jahre zuvor, noch einmal 50 Jahre davor, das ist von England ausgegangen, nicht diese Bewegung, dass man die Wahnsinnigen, wie man sie genannt hat, sozusagen erst von ihren Ketten befreit hat, weil bis dahin war es ja gang und gäbe, sie in Ketten zu legen, auch körperlich zu quälen, um sie stillzuhalten. Und eigentlich war das auch in Wien in den 1880er Jahren, trotz Narrenturm, der 100 Jahre vorher, Mitte des 18. Jahrhunderts, von Kaiser Josef, im Allgemeinen Krankenhaus als erste psychiatrische Klinik sozusagen eröffnet wurde. Aber es waren nach wie vor keine anderen Behandlungsmethoden zur Verfügung, außer Elektroschocks und Heißkaltbäder. Und das war der Antrieb für Freud. Und er ist auch zurückgekommen von Charcot. Und war auch der Antrieb für den Charcot. Und war der Antrieb für den Charcot und auch der Antrieb für Freud. Und er ist ja dann zurückgekommen. Lass ihn noch nicht zurückkommen. Wir lassen ihn noch nicht, okay. Also man kann sich das ganz gut vorstellen, glaube ich, das Gemälde ist riesig. Das ist 3x4 Meter groß, also fast lebensgroß, wie so Dienstagsvorlesungen abgehalten wurden mit mehreren Patientinnen und Patienten, die vorgeführt werden, an denen eben verschiedene
Hypnotisierungen und Untersuchungen oder Darstellungen, eigentlich waren es theatrale Darstellungen, vorgeführt wurden. Ah ja, genau. Und das Bild ist natürlich auch so, dass jeder Einzelne porträtiert ist. Also man kennt jeden von diesen Patienten, die dort saßen. Vielleicht können wir uns merken, den Richer, der hinter dem Charcot sitzt, und ganz links den Land. Die zwei kommen heute noch vor. Aber nicht als Patienten, als Ärzte. Ärzte gesagt, nein, die Schüler, also die Studenten und Ärzte und diverse Mitarbeiter. Und also vorgeführt wurde eben ein relativ großes Material. Also ich zitiere jetzt, der Freud hat auch den Nachruf nach dem Tod von Charcot geschrieben. Das Zitat aus dem Nachruf: die Verfügung über ein großes Material an chronischen Nervenkranken gestattete ihm nun, seine eigentümliche Begabung zu verwerten. Charcot war kein Grübler, kein Denker, sondern eine künstlerisch begabte Natur, wie er selbst nannte, ein Visuell, ein Seher. Er pflegte die Dinge, die er nicht kannte, immer von Neuem anzusehen, Tag für Tag den Eindruck zu verstärken, bis ihm dann plötzlich das Verständnis aufging. Und vor seinem geistigen Auge ordnete sich dann das Chaos. Man konnte ihn sagen hören, die größte Befriedigung, die ein Mensch erleben könne, sei, etwas Neues zu sehen. Das heißt, es als neu zu erkennen. Und in einem immer wiederholten Bemerkungen kam er auf die Schwierigkeiten und Verdienstlichkeit dieses Sehens zurück. Woher es denn komme, dass die Menschen, die in der Medizin immer nur sehen, was sie zu sehen bereits gelernt haben, und wie wunderbar es sei, dass man plötzlich neue Dinge, neue Krankheitszustände sehen könne, die doch wahrscheinlich so alt seien wie das Menschengeschlecht, und wie er sich selbst sagen müsse, er sehe jetzt manches, was er durch 30 Jahre auf seinen Krankenzimmern übersehen habe. Und das ist schon interessant, dass auch in diesem Nachruf kommt 11-mal, glaube ich, in diesem, oder 7-mal zumindest in diesem einen Satz, das Wort sehen vor, aber er wird nie die Fotografie in den Mund nehmen, weil nämlich, und deswegen ist es so interessant für das Thema, die haben dort fotografiert, die haben einen irren Aufwand betrieben, sie hatten eigens gebaute Apparate, sie waren zwei Fotografen, sie hatten Dunkelkammern, die anerkanntesten in der Stadt, sie waren geschult in Bewegungsfotografien, waren mit dem MyBridge in Austausch. Also das heißt, dort das größte Wert, den der Charcot neben den Demonstrationen, den Live-Demonstrationen gelegt hat, auf die Erkenntnis, was denn passiert bei solchen hysterischen Anfällen, war, sie fotografieren zu lassen und damit so diesen Typologie vielleicht zu entwickeln, wie sehen denn solche Dinge aus. Ja, und das heißt, dieser Paul Richer, der hinter ihm gesessen ist, der war also Zeichner, der von der Anatomie auch gekommen ist, und gleichzeitig aber eben auch der Paul Renard, der die fotografischen Aufnahmen der Patientinnen gemacht hat. Also hier setzt die Fotografie ein und Freud muss das alles gesehen haben. Also die haben, sind so weit gegangen, dass die Schautafeln, die dadurch auch entstanden sind, in den ganzen Bewegungsabläufen, die während so einer Attacke stattfinden, die ganzen, wie sagt man, Figuren quasi durchgehen, und dass sie auch die Begrifflichkeiten natürlich eingeführt haben, wie dieser, wie heißt der Arc des Circle, also der Kreisbogen, den der Körper in diesem hysterischen oder epileptischen Anfall ausführt. Und das heißt, das war der Albert Land, der einen eigenen Apparat gebaut hat. Man sieht jetzt hier also einen Innenraum mit einem großen Fenster, wie es zu der Zeit ja auch noch notwendig war, um genug also Licht für die Aufnahmen zu haben. Und Apparat war aber schon eben mit 9 oder mit 12 Objektiven, war schon mit einem kleinen Motor, also Magnetmotor und einem Metronom, sodass so quasi automatisch auch das sukzessives Auslösen durch den Elektromagneten in vorher eingestellten Zeitintervallen möglich war.
Und mit diesen Methoden haben die dann drei Bände einer solchen Ikonographie Photographique de la Salpêtrière herausgegeben. Und mit, ich glaube im Band 1, 100 Aufnahmen, dann immer noch 40, noch über 40, unter 40 ein bisschen. Und also mit dem Versuch, Geisteszustände anhand von Gesichtsausdrücken, von absonderlichen Körperhaltungen zu definieren, durch die Hypnose provoziert auch. Und eins dieser ganz berühmten Modelle war die Augustine. Sie ist auch verfilmt worden vor nicht allzu langer Zeit, weil sie war eben dieses junge, schöne Modell, die total bereit war, das alles mitzumachen, die quasi auch in den richtigen Intervallen, so dass es auch fotografierbar war, ihre dramatischen Vorführungen preisgegeben hat und auch willig war. Und also wie weit die Gerüchte stimmen, aber waren auch die anderen Patientinnen dann dadurch aufgerufen, wenn man sich quasi gut darstellen kann, dann ist man beim Charcot quasi ganz oben auf und wird vielleicht besser behandelt, als wenn man nicht so eine talentierte Schauspielerin wäre. Mhm. Und also das war jetzt für mich eben interessant, weil wie weit geht es? Also diese Aufnahmen zeigen natürlich besondere Körperverrenkungen, also wie jetzt diese nach innen gedrehten Hände oder diesen Körperbogen. Also es sind schon Dinge, die auffällig genug sein müssen, um jetzt fotografisch auch als Motiv durchgehen zu können. Man hat auch draußen fotografiert, weil es jetzt von der Lichtempfindlichkeit halt auch im Außenraum mit Tageslicht noch besser war. Und das ist jetzt zum Beispiel eine dieser bekanntesten Seiten aus dieser Ikonographie der Hysterie, wo man so einen ganzen Ablauf sieht mit einer 12-Linsen-Kamera und eine Bewegung quasi in einem Verlauf, von einem Beginn bis zu einem Höhepunkt, sagen wir zumindest mal. Und dieser Georges Didier Übermann hat eben in den 90er Jahren das Buch herausgebracht, Die Erfindung der Hysterie, und hat es ein bisschen wieder zurückgenommen, also was wir jetzt zu Beginn eigentlich als Fortschritt gesehen haben, die Befreiung der Frauen aus den Ketten, hat er wieder eigentlich festgemacht, dass es dadurch eben ein Bild gab von Hysterie, auch wenn jetzt Männer vorkommen, also in dem Fall ist es ja sogar ein Mann, aber die meisten waren dann doch Frauen, und er hat dann das eigentlich wieder aus der Sicht der 1990er Jahre festgeschrieben darauf, dass es die Hysterie vielleicht sonst nicht so lang gegeben hätte, wenn sie nicht so stark über das Bild transportiert worden wäre. Das heißt, der Freud hat diese Vorlesungen gesehen, er hat sie übersetzt, das ist jetzt die Übersetzung zum Beispiel, sind auch die Bilder dort von dem Paul Rigier, und unter dem linken Bild steht zum Beispiel auch nochmal was für Charcot so quasi so typisch ist, dieser ganze Teil des Anfalls, wenn ich mich so ausdrücken darf, wunderschön. Und jede einzelne Stellung würde verdienen, durch das Verfahren der Instant-Fotografie festgehalten zu werden. Ich gebe Ihnen, also er hat dann eben die Fotografien herumgereicht, ich gebe Ihnen nun die Fotografien herum, welche Herr Land auf diese Weise erhalten hat. Und wie Sie sehen, lassen dieselben vom künstlerischen Standpunkt nichts zu wünschen übrig. Und sie sind überdies auch noch lehrreich für uns. Also es war ihm einfach viel wichtiger, dass die tolle Stellungen sind, die man gut fotografieren konnte, die ein künstlerisches Bild gaben. Und ich musste dann schmunzeln, dass er sagte, und überdies sind sie noch in hohem Grad lehrreich für uns. So, und das hat uns sozusagen jetzt irgendwie dahin geführt, wenn er das alles gesehen hat dort und eigentlich auch begeistert war, warum hat er es dann trotzdem gar nicht verwendet? Und der naheliegende Gedanke ist halt zu sagen, er ist diesen Schritt weitergegangen, wie du das auch schon angedeutet hast. Und ich habe dann nachgelesen, also in dieser ersten Veröffentlichung über die Hysterie mit dem Josef Breuer, bezieht er sich eben auf diese vier Phasen, die der Charcot definiert in diesen hysterischen Körperspannungen. Die erste Phase ist die Epileptoide,
Die zweite ist die der großen Bewegungen. Die dritte ist dann die Attitude passionelle, also die halluzinatorische Phase. Und die vierte, das abschließende Delirium. Und jetzt sagt der Freud eben, unser Erklärungsversuch knüpft an die dritte Phase an. Ja, also nicht mehr die der großen Bewegungen, die interessiert ihn quasi nicht mehr, sondern die dritte Phase, weil wenn dort quasi bei den halluzinatorischen Reproduktionen eine Erinnerung ist, dann ist die bedeutsam für den Ausbruch der Hysterie. Also das ist so quasi die Konklusion, auf die ich komme, obwohl er das alles gesehen hat, obwohl das so ein Tamtam war und so bekannt war, diese Fotografien, die dort entstanden sind und diese Beobachtungen der Körperhaltungen, kommt er dann eigentlich zurück und macht es sicher nicht. Ja. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, dass das Bild von der Patientin oder dem Patienten so weit weg ist von der tatsächlichen Behandlungssituation. Und er die Erfahrung macht mit Josef Breuer, das gipfelt dann in diesen ausführlichen Beschreibungen von der Situation, die zwischen Arzt oder Analytiker und Analysant, Analysantin sich abspielen, dass es eine Beziehung geben muss. Und dass diese Beziehung geschaffen wird über die Übertragung und Gegenübertragung und dass Bilder imaginiert werden, Erinnerungen imaginiert werden und die Sprache sozusagen das Medium ist, mit dem sich das vermitteln lässt. Und nicht aus der Situation heraus die bildhafte Dokumentation. Ich glaube, dass das sozusagen immer als klinisch Arbeitender und auch als Theoretiker in beiderlei Hinsicht dann das forciert hat, sich dem Bild nicht anzuvertrauen sozusagen oder nicht. Da war ihm der Mensch zu weit weg. Ja, das denke ich. Und das war natürlich schon. Man muss ja auch denken, dass das Fotografieren nicht so war wie heute. Also das musste man ja aufwendig inszenieren. Ja, ja, genau. Und, heute wäre es wahrscheinlich anders gedacht. Ja, ja. Ich glaube, zu Lehrzwecken hat er sicher sehr geschätzt, weil er den Charcot ist nicht geschätzt hat. Aber es ist ja auch interessant, weil du erwähnt hast, dass das habe ich gar nicht erkannt, dass es bei dieser einen Performance um einen Hysteriker, einen Mann, sich handelt. Der Freud hat dann vor der Gesellschaft der Ärzte in Wien einen Vortrag gehalten, wie er aus Paris zurückgekommen ist und Theodor Meinert und alle seine ehemaligen und Chefs sind aufgestanden, haben wutentbrannt, den Saal verlassen, weil sein Vortrag hat gelautet, 3 Fälle von männlicher Hysterie. Mhm. Und das männliche Hysterie hat es in Wien nicht gegeben, sozusagen. Und da ist er auch verlacht worden und dann in diese Zeit seiner sogenannten Splendid Isolation gekommen. Der Zeit, wo er sich sehr schwer tat, sich mit seinen Theorien durchzusetzen. Ich gebe jetzt gut. Nur noch einen kurzen Ausblick, was denn so üblich war zu der Zeit, nur damit Sie ein Gefühl haben, wie weit die bildgebenden Verfahren schon waren. Also einerseits sowas wie eine Beobachtung, um die Optimierung von Akkordarbeit herzustellen, also dass man so in einer Langzeitbelichtung die Handgriffe einer Arbeiterin aufzeichnet, um eben eine Optimierung jetzt dieser Handlungsabläufe herzustellen. Oder es war sowas wie vom Alphonse Bataillon, also eine Typologie jetzt der Gesichter, da geht es in Richtung Polizei, erkennungsdienstliche Methoden, um so quasi, also es war kurz vor dem Fingerabdruck, aber um eben Verbrecher und Verbrecherinnen da auch einordnen zu können. Es gab ein bisschen später dann auch sowas wie Schautafeln, also diese, es geht mal um dieses, was hat man alles getan, um Unsichtbares sichtbar zu machen. Ja, Körperinnenfunktionen, das hat der Fritz Kahn eben so herausgelöst und das ist das Gehirn und für uns natürlich schön, dass das Auge von der Kamera symbolisiert ist. Mhm. Das heißt, die Idee jetzt Dinge, die nicht sichtbar sind, Röntgen, war natürlich mit 1885 schon sehr früh jetzt in dem Bereich. Also die Idee jetzt auch wieder, wie du den Prothesengott angesprochen hast,
eben mit Präzisionsinstrumenten immer weiter in Bereiche vorzudringen, die man sonst eigentlich nicht sehen kann, die mit dem Auge nicht wahrnehmbar sind. Und aus der Fotografiegeschichte natürlich auch ganz wichtig, der Edward Muybridge mit seiner Beweisführung eine Bewegung in so sekundenschnellen Aufnahmen zu zerlegen, damit man eine Bewegung festhalten kann, die fürs Auge immer zu schnell war. Und es war immer die Streitfrage, wann hat das Pferd im Galopp denn alle Beine vom Boden weg? Und wenn Sie die Kunstgeschichte ein bisschen durchschauen, dann ist das Pferd immer so quasi in diesem Sprung, beide Vorderbeine vorne, Hinterbeine hinten in der Luft. Und der Muybridge hat dann aber eben bewiesen, dass es beim zweiten Bild oder dritten Bild der Fall ist, also die Beine sind unter dem Körper des Pferdes in der Luft. Also das heißt, nur um ein Gefühl zu kriegen, was zu der Zeit schon alles möglich war und wofür man sich interessiert hat und auch im Sinne jetzt Dinge, die für den Menschen nicht sichtbar sind, wie kann man die sichtbar machen? Dann kommen wir quasi zu unserer dritten Beobachtung. Welche Fotografien, also jetzt, wenn man sagt, er interessiert sich gar nicht für die Fotografie und er hat sie nicht verwendet und er wendet sich dagegen, dann kann man aber eben doch nicht ganz aus. Also es ist einfach eine Zeit, in der sie so weit verbreitet ist, dass man sie nicht ganz umgehen kann. Und das, was eben abgesehen von solchen wissenschaftlichen Fotografien oder Typologiesammlungen, Architekturfotografie, das Hauptaugenmerk der Fotografie ausgemacht hat, waren Porträts. Ja, Einzelporträts, Gruppenporträts, Familienporträts, Alben, Carte de Visite. Und die wurden eben zu dieser Zeit schon längst, waren sie erschwinglich, also hunderte, tausende Ateliers waren schon erstanden. Und die Carte Visite war, wie sie heißt, eben eine Art Visitenkarte, die man weitergegeben hat, aber mit dem eigenen Bild. Nicht nur mit dem Namen und der Adresse, sondern mit dem Bild. Und man hat schon relativ bald von einer Invasion gesprochen, weil kurz davor gab es ja keine Fotografien. Es gab Malereien als Porträts, aber es gab keine Fotografien. Und kurz, also 50 Jahre später, gab es quasi von jedem eine Fotografie. Und also, wenn man heute von einer Invasion spricht, dann wird sich der arme Nadar 1850 im Grab umdrehen, weil der damals schon von einer Invasion der Fotografien gesprochen. Und es war natürlich auch ein bisschen wie die Psychoanalyse an sich auch einer bürgerlichen Schicht vorbehalten. Und welche Fotografien, wenn man jetzt sagt, Freud hat keine Fotografien gemacht, aber welche befanden sich denn dann doch in seinem Besitz und welche hat er an prominenter Stelle auch sichtbar platziert? Ja, also wir sehen da einen ganz wichtigen Raum. Auf der linken Seite die Abbildung von Edmund Engelmann, die er im Mai 38 von der Wartezimmerwand gemacht hat. Und das gibt uns ja auch museologisch jetzt ganz wichtige Aufschlüsse und auch hat meinen Vorgängerinnen auch wichtige Aufschlüsse gegeben. Das heißt, wenn Sie das Museum kennen, dann wissen Sie, dass in den 80er, 90er Jahren in der Berggasse 19 das rekonstruiert wurde, das Wartezimmer nach dieser Fotografie, wo man sieht, das ist ein ganz normales Ärztewartezimmer, wo der Freud seine ganzen Dokumente und seine Auszeichnungen an die Wand gebracht hat, aber eben auch Fotografien von Persönlichkeiten, die ihm ganz wichtig waren. Also das erste hier ist der Anton von Freund. Das war ein Patient von Sigmund Freud, der vor dem Ersten Weltkrieg zu Freud gekommen ist, ein Bierbrauer aus Ungarn, ein sehr reicher, der so begeistert war von der Psychoanalyse und seiner Behandlung, dass er dann sogar Mitglied der WPV war und auch finanziell die Freud sehr unterstützt hat und die Psychoanalyse unterstützt hat und auch die Familie Freud eigentlich durch diese Hungerjahre des Ersten Weltkriegs gebracht hat. Da hat er immer heimlich mehr oder weniger Fleisch und Brot und Wurst in die Berggasse 19 bringen lassen. Der wurde dann geadelt sozusagen als ehemaliger Patient, eben als Mitglied der WPV, war auch philosophisch
orientiert. Und was wir dann noch sehen beim nächsten Bild zum Beispiel, ist der Ferenczi. Ein Sándor Ferenczi, der ein ganz enger Kollege, auch ein ungarischer war, der auch von der ersten Stunde an Mitglied der berühmten psychologischen Mittwochsgesellschaft war. Ein ganz ein Anhänger von Sigmund Freud, ein ganz enger Vertrauter, der dann besonders in der Psychoanalyse, in der Technik die Psychoanalyse weiterentwickelt hat, aber davor nicht ab, sich nicht hat nehmen lassen, seine Patientinnen und Patienten auch zum Armen oder anzugreifen und körperlichen Kontakt herzustellen, worauf der Freud erstarrt ist, glaube ich, und seine Technik als Kusstechnik abwertend bezeichnet hat. Und dann ist das Verhältnis erst ein Jahr, bevor er dann 1933 gestorben ist, ein bisschen zerbrochen, war ganz wichtig. Und der nächste, den wir sehen, ist Max Eitingon, ein ganz wichtiger Psychoanalytiker auch, der auch in der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung und auch finanziell das sehr unterstützt hat. Und wir haben uns natürlich gefragt, warum hängen diese Persönlichkeiten im Wartezimmer? Sie hängen deshalb dort, weil das Wartezimmer in der Berggasse 19 der ärztlichen Praxis auch der Treffpunkt eben dieser psychologischen Mittwochsgesellschaft war. Ich darf sich das vorstellen, dass es ist furchtbar viel geraucht worden. Freud allein hat 30 Zigarren am Tag geraucht. Also man kann sich vorstellen, wie die Herrschaften da zusammengekommen sind. Sabina Spielrein als jüngstes weibliches Mitglied ihren Vortrag da gehalten hat und sozusagen dieser Raum wirklich ganz bezeichnend ist für die Institutionalisierung der Psychoanalyse. Also für der erste Zusammenschluss, zu dem auch Künstler eingeladen waren und Journalisten und Kulturkritiker und Theaterleute, war eben diese psychologische Mittwochsgesellschaft, die 1910 dann in die Wiener Psychoanalytische Vereinigung überführt wurde. Das heißt, die Wiener Psychoanalytische Vereinigung, die gibt es ja noch, sind also die ganz unmittelbaren Nachfolger der psychologischen Mittwochsgesellschaft. Was man da jetzt, glaube ich, nicht sieht, ist, dass die alle also gewidmet waren oder genau, Bildunterschriften sind so, hatten. Genau, also widmen, es war üblich, ja. dass der Name drunter stand und genau. Eben auch oft eine Widmung. Gehen wir gleich zum nächsten. Ja, auch natürlich, apropos Institutionalisierung, Fotografie. Auch im Wartezimmer. Auch im Wartezimmer vom Weimarer Kongress. Man sieht in der Mitte den Freud, dann von uns aus gesehen rechts neben ihm den Carl Gustav Jung, den Freud eben zu seinem Nachfolger machen wollte, auch um zu verhindern, dass die psychoanalytische Wissenschaft, das rein jüdische Wissenschaft, womöglich gefährdet ist, sondern um die Psychoanalyse frei zu spielen. Und auf der anderen Seite eben wieder den Ferenczi und von uns aus gesehen links, die Dame im Pelz, ist die Lou Andrea Salome. Also man kann sich vorstellen, dass die Wartenden eigentlich beeindruckt werden sollten, oder? Durch genau, also da hat sich, genau, da hat sich nichts geändert, denke ich, wenn man die viele heutige Arztpraxen ansieht. Gegen die vor 100 Jahren. Und dann sehen wir, welche Bilder und auch Porträts im angrenzenden Behandlungszimmer hingen. Und da sehen wir das nächste, bitte. Den Ernst Fleischl von Marxow. Das ist eine tragische Figur, weil er war ganz ein enger Kollege und Freund von Sigmund Freud. Und Physiologe und Anatom, der sich bei einer Obduktion die Hand mit Leichengift infiziert hat und ihm wurde der Daumen abgenommen. Und er wurde, um diese Schmerzen aushalten zu können, war er dann Morphinist. Und Freud hat versucht, sehr früh, also in den 80er Jahren, seinen Freund und Kollegen durch Kokain vom Morphismus zu befreien, was natürlich nicht gut ausgegangen ist. Und Fleischl Marxow kurz darauf als Morphinist und kokainabhängig
elendiglich zugrunde gegangen ist. Und es ist für uns interessant gewesen, dass also neben der Gradiva über die Freud geschrieben hat und Angres, Oedipus und Sphinxbild, der Fleischl Marxow bis 1938, weil das ist natürlich auch ein Bild von Edmund Engelmann, über den Behandlungscouch dieser Ikone der Psychoanalyse von Freud hängt und direkt gegenüber dieses Bildnis vom Charcot. Also Freud geht und rundherum ist alles zugestellt mit diesen Antiken. Das heißt, Freud, um diese Freuds archäologische Metapher zu bemühen, hat in diesem Behandlungsraum sich auch selbst an seine frühesten Entwicklungsschritte und Behandlungsmisserfolge und sein Scheitern selbst immer wieder erinnert. Dann kommen wir in den anschließenden Raum ins Arbeitszimmer. Da ist es interessant, dass wir eben über diesen Statuen, den antiken Statuen, er hat ja bis zu zwischen 2.000 und 3.000 Figuren, antike Figuren gesammelt, bis er geflohen ist, das nächste. Bilder von seinen Mitstreiterinnen sehen und seinen Patientinnen und Kolleginnen auch, wie hier von Marie Bonaparte, die, wie Sie sicher wissen, eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat, auch bei der Flucht der Freuds, weil sie die Reichsfluchtsteuer gezahlt hat, den Freud verteidigt hat und es geschafft hat, dass er letztendlich noch lebend Wien verlassen konnte. Und was bei der Marie Bonaparte auch interessant ist, abgesehen von ihren theoretischen Entwicklungen als Psychoanalytikerin, die sich sehr intensiv mit der weiblichen Sexualität auseinandergesetzt hat und durch Vermessungen, die sie gemacht hat, unter anderem des weiblichen also Genitalbereichs, versucht hat herauszufinden, woran die eigene und die vieler anderer Frauen, was die Ursache und der Grund für Frigidität ist. Und das immer mit Freud also auch diskutiert hat. Da gibt es ganz wunderbare Aufzeichnungen davon. Und sie war auch eine, die immer mit dem neuesten technischen Equipment ausgestattet war und dann Freud fotografiert hat. Wir sehen hier auf der rechten Seite Marie Bonaparte im Arbeitszimmer, wie sie Freud fotografiert. Das nächste zeigt uns Lou Andrea Salome, die wir vorher als Psychoanalytikerin und Teilnehmerin am Kongress in Weimar schon unter den Kollegen sitzen gesehen haben, die für Freud eine ganz, ganz als Dichterin und Literatin ganz, ganz wichtige Bezugsperson war und Person des intellektuellen Austausches. Ganz besonders eng, als sie dann ab den 10er-Jahren auch ganz eng mit Anna Freud befreundet war. Also sie war wirklich eine ganz enge Freundin der Familie. Und Sie kennen die Geschichte von Paul Reh und Nietzsche, diese wunderbare Fotografie, die wir jetzt gar nicht dabei haben, wo Lou Andrea Salome auf dem Wagen sich vor den Wagen gespannt hat, den Paul Reh, den Philosophen und Friedrich Nietzsche, und hinten mit der Peitsche steht. Also nach diesem Nietzsche-Spruch, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Sehr ironisch, und Freud schreibt dann in ihrem Nachruf, schreibt einen wunderbaren Nachruf, nachdem sie gestorben ist, in den 20er Jahren, glaube ich schon, und bezieht sich auch auf ihre unglaubliche Fähigkeit, auf einer Seite Muse zu sein, weil sie auch den großen Dichter, er nennt den Namen nicht, gemeint ist Rainer Maria Rilke, nicht nur eine Muse war, sondern auch eine Mutter. Und Peter Weibel, haben wir noch jemanden? Die Marie Bonaparte mit dem Ciao Ciao Topsy, genau. Und dann haben wir noch, genau, und dann haben wir noch die Yvette Guibert, französische Sopranistin, eine der wenigen Musikerinnen, von denen sich Freud hat fesseln lassen. Und Peter Weibel beschreibt in seinem Text eben auch diese Besonderheit, dass nicht die männlichen Kollegen, aber so viele weibliche Kollegen im Arbeitszimmer
mit all den antiken Statuen den Freud umgeben haben, wenn er geschrieben hat und seine Korrespondenzen verfasst hat. Und Weibel meint, es ist weniger aufgrund der Ehrerbietung den Frauen gegenüber, als um sich selbst an die Lust zu erinnern, die ihm die Ehrerbietung bringt, die die Frauen ihm entgegenbringen. So hat Peter Weibel das interpretiert, dass, und vielleicht nicht zu Unrecht, vielleicht hat er sich da in Freud wiedergespiegelt gesehen. Ja, so hat sich das der Peter Weibel erklärt. Und das nächste Bild vielleicht noch, das ist ganz nett, das ist die Antwort auf ein Bild, das Yvette Guibert Freud gesendet hat. Und mit einem Bild von sich bedankt sich Freud für das Bild, das sie ihm geschickt hat. Ja, also das ist jetzt so quasi die Überleitung zu unserem vorletzten Kapitel. Wir müssen ein bisschen anzangen. Ja, weil also zu diesem Tausch der Fotografien, dieser Visitkartenfotografien, gehört natürlich dazu, dass man eigene Fotos hat, die man tauschen kann. Also er ist dann doch nicht drum herum gekommen, auch Fotos von sich anfertigen zu lassen. Und wir haben jetzt, ich glaube, 5 Fotos ausgesucht, und um ein bisschen zu beobachten, was sich da tut. Eben dieses Bild jetzt von mit dem Dank an ein Bild, das heißt Tausch schickt, leitet ein, was er eben mit wie er sich darstellen möchte. Also ich beginne jetzt noch eine Spur früher, 1906, Sigmund Freud 1906, Foto Max Halberstadt. Dazu muss man sagen, dass auch zu dieser Zeit war Verlagsprospekte von Autoren oder Auslagen von Buchhandlungen waren voll mit den Porträts der Autoren. Das heißt, zwischen 1890 und 1900 ist es geboomt, und ich habe ein Zitat von Hugo von Hoffmannsthal mitgebracht, der sich darüber lustig macht, dass man eben in den Auslagen und den Prospekten, die Schreibtische überfluten, die persönliche Bekanntschaft mit den verschiedensten Autoren macht, von denen man aber nie eine Zeile lesen wird. Also das heißt, das war gang und gäbe, dieses Porträt vom Autor, Autorin zu haben. Und Freud war diesbezüglich natürlich eher zurückhaltend. 1907 schreibt er noch an den C.G. Jung: Ich habe seit 15 Jahren keinem Fotografen mit Willen gesessen, weil ich so eitel bin, dass ich die körperliche Dekadenz so schlecht vertrage. Und vor 2 Jahren musste ich mich für die hygienische Ausstellung fotografieren lassen, verabscheue aber das Bild so sehr, dass ich nichts dafür tun will, dass es in ihren Besitz gelange. Also das ist so seine Einstellung. 15 Jahre quasi mit Widerwillen, nur von sich, wenn es unbedingt sein musste. Und bald darauf sollte er aber Glück haben und auf jemanden stoßen, dem er mehr vertrauen konnte, nämlich auf den Max Halberstadt. Und dieses Bild ist, glaube ich, das erste von 1906, was wir jetzt so auf die Schnelle zumindest gefunden und datiert haben. Und das Besondere an diesem Max Halberstadt, den er in dessen Atelier er quasi reingekommen ist in Hamburg, also seine zukünftige Frau besucht hat. Da bedanke ich mich auch bei der Stiftung der Historischen Museen von Hamburg, weil die haben diese Informationen dazu noch geschickt. Das ist doch sehr, also 6 sehr geschmackvoll eingerichtete Räume im Atelier des Fotografen Max Halberstadt am Neuen Wall in Hamburg gab. Dürfte auch schon damals ein bekannter, junger Fotograf gewesen sein, aber eben mit einem großen Atelier, mit der neuesten Technik. Und die dürften sich sympathisch gewesen sein, also so, dass dieses Bild da entstanden ist. Und diese Sympathie ist dann folgendermaßen, er hat nichts damit zu tun gehabt, aber jedenfalls hat Halberstadt hat eine Tochter von Sigmund Freud geheiratet. Also sprich, gut drei Jahre nach dem ersten Bild, das er in dem Atelier hat anfertigen lassen, war Max Halberstadt sein Schwiegersohn. Und das merkt man, glaube ich, schon auch ein bisschen, also an einer, also 1914 waren sie bereits verheiratet, 1912 haben sie geheiratet, die Sophie und der Max.
Und also in Bildern wie diesen habe ich schon das Gefühl, da gibt es eine gewisse, ja, ein gewisses entspanntes Dasein, da sitzt vielleicht mit ein freudiges, wie immer, nach dem Besuch bei der Tochter, also ein gewisses, ja, von der Schwiegersohn. Ja. Und während das erste vielleicht, das, was er eben auch damals schon verschickt hat, doch ein bisschen, also vielleicht kokettiert mit den Betrachterinnen, den Mund sogar leicht geöffnet hat, also vielleicht so wie in Mitteilung wäre, aber dann aber auch wieder reserviert ist, also wo er doch die Hände so hat und die Armlehne, die Sessellehne, so eine gewisse Distanz auch einzieht. Und also was mir noch aufgefallen ist, dass er immer denselben Anzug trägt, nicht unbedingt denselben, aber den gleichen, also nicht den gleichen, aber denselben. Manchmal ist das Tuch halt ein bisschen heller, manchmal ist es ein bisschen dünkler. Es gibt immer die Uhrkette, es gibt immer dieselbe Krawatte mit diesen zwei Zipfen. Also über, ich glaube, es sind 25 Jahre, immer quasi dieselbe Erscheinungsbild. Und was jetzt vielleicht auch interessant ist, ist dieser Zugang von jemandem, der sich eigentlich eher wehrt gegen die Fotografie, den der Roland Barthes schön beschrieben hat. Was passiert, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, wenn ich eben jetzt auch in so einem Studio sitze? Dann beschreibt es der Roland Barthes viel später, aber es gibt diese vier Stadien, vier Kräftefelder. Ich möchte der sein, für den ich mich halte, der, für den ich gehalten werden möchte. Dann bin ich der, für den der Fotograf mich hält. Also in dem Fall zuerst der Fotograf, dann der Schwiegersohn. Und der, dessen sich der Fotograf bedient, um sein Können zu zeigen. Und das ist so eine Bredouille, die der Freud sicher auch gespürt hat in dem, Porträtsitzungsrahmen. Und dann gibt es natürlich dieses wahnsinnig bekannte Bild, 1921, das jetzt quasi das ikonische Bild ist, Freud ganz aufrecht mit dieser Hand in der Hüfthaltung, die andere Hand hält die Zigarre, die fast wie in einer Schussposition ist. Weißt du, an welchem Punkt seiner Karriere war Freud? Also du hast selber gesagt, du hast dieses Bild, dass das ist, was uns so immer begleitet. Genau, es ist die Ikone sozusagen, die ich mich geweigert habe, auf unseren neuen Ausstellungs- und Sammlungskatalog abzubilden. Da habe ich ein anderes Sujet genommen, weil ich dieses strenge, ikonische, mittlerweile natürlich ikonische Bild nicht mehr sehen mag. Und es für die damalige Zeit, glaube ich, Freud repräsentiert hat am Höhepunkt seiner Karriere. Auf einer Seite. Gleichzeitig war das, wenn du jetzt sagst, 1921, unter diesen Auspizien habe ich es noch nicht betrachtet, aber es war ein Jahr nach dem Tod von der Sophie Halberstadt. Also ein Jahr nach dem Tod seiner Lieblingstochter, wie man behauptet, dass sie gewesen wäre. Kurz vor dem Tod ihres jüngsten Sohnes, den die Freuds in Wien aufgenommen haben, der als 3,5-Jähriger dann verstorben ist. Übrig geblieben ist dann der Ernst, sein Enkel Ernst. Aber er war auf jeden Fall auf dem Höhepunkt seiner Karriere oder da, wo er ganz internationales Renommee hatte, als die Zeit, in der er schreibt Massenpsychologie und Ich-Analyse. Zahlreiche ganz, ganz, ganz wichtige Schriften, unter anderem auch Die Zukunft einer Illusion oder Jenseits des Lustprinzips. Und in Jenseits des Lustprinzips nicht nur vom Liebestrieb spricht, sondern von dem Gegenspieler, dem Destruktionstrieb und dem Todestrieb endgültig in seine Theorie einführt, als das Pendant in der menschlichen Psyche, ohne die diese Lebensenergie oder Liebestrieb nicht sein kann. Und da nehmen die Biografen von Freud an, dass auch sein,
sein Schicksal sozusagen, sein Kind zu verlieren, auch dazu beigetragen hat. Die Kränkung. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, dann denke ich, dass es eben, verstehe ich jetzt mehr, warum ich das, das Bild nicht authentisch finde, sozusagen. Weil es auf eine strenge und sehr patriarchale Art und Weise Freud darstellt, wo er in einer Zeit war, wo er schon viel großzügiger geworden ist, seinen Gegnern gegenüber, viel milder. Und also es spiegelt sozusagen sein Renommee wieder, um es kurz zu machen, aber es gibt halt so gar nichts von dieser menschlichen Entwicklung, die Freud sicher genommen hat, wieder. Ich habe noch eins dazugestellt, das ist so quasi die Die Soft-Variante. Also die Entscheidung jetzt, ja. Welches ist das bessere Bild, also wenn man sich die zwei anzieht, ist sozusagen dasselbe, aber einmal ist der Ausschnitt eben ein engerer, sodass diese sehr selbstbewusste, in die Hüfte gestützte Hand weg ist und natürlich weist die Zigarre nach unten, es geht gar nicht. Das letzte Bild, was ich in der Reihe habe, ist dieses Bild von noch ein Hauch später, ich glaube 1925, da ist er uns mehr zugedreht. Das rechte Auge wirkt dadurch vielleicht ein bisschen weniger klein und es ist so ein wichtiges Porträt jetzt auch noch für Österreich geworden, weil es ist dieses Porträt, das dann auf dem 50-Schilling-Schein war. Und das ist so quasi die, also wieder eine etwas mildere oder wohlwollendere Porträtansicht des Gesichtes, die eben allein dadurch, dass er mehr zu uns gedreht ist und nicht diese, auch nicht diese Strenge, dieses nicht dieses aufgesetzte, genau, Minenspiel hat. Ja. Und da gibt es ein so quasi letztes bekanntes öffentliches Porträt von 1926. Also es gibt dann schon noch welche, aber das ist so noch so ein weit verbreitetes. Das hast du das noch vom Ferdinand Schmutzer? Ach so, ja, genau. Ja. Das ist die Idee, dass der, also hier zwei Fotografien, die eben wieder die Entscheidung vielleicht zeigen, die man als Porträtierter oder als Fotograf auch treffen muss, welches ist das bessere Bild, obwohl nicht viel Unterschied ist. Und er hat dann das Rechte gewählt und die Radierung dazu hergestellt. Und bekannt ist eigentlich, möchtest du das noch sagen? Bekannt ist die Radierung geworden, die, glaube ich, auch da hängt und so, im Zimmer der Anna Freud hing, in genau. 200 also, Stück. Also Ferdinand Schmutzer ist einer der ganz großen Porträtisten und mit seinen Radierungen, der die ganze große Persönlichkeiten porträtiert hat und eben auch den Freud. Und da gibt es so in der Ausführung ein, zwei verschiedene sogar Schmutzer-Radierungen. Und was ganz lustig ist, dass diese Schmutzer-Radierungen natürlich nicht nur einmal in der Freud, in der Berggasse 19 hingen, sondern mehrere Male. Also auch unter anderem im Wohnzimmer, im Schlafzimmer seiner Schwägerin Minna über ihrem Bett und auch über der Behandlungscouch im Behandlungszimmer der Anna Freud, die 1923 berggassenseitig ihre Praxis für Kinderanalyse eingerichtet hat. Und das Porträt ihres Vaters, das Schmutzerporträt ihres Vaters über ihre Behandlungscouch hing. Und abgesehen davon auch noch vor dunkelrotem Grund, nämlich den Behandlungsraum für die Kinder in dem gleichen dunkelrot ausgemalt hat, wie Freud selbst seinen Behandlungsraum. Also da ist es öfter aufgetreten. Und was auch noch interessant ist, weil wir vorher vom Wartezimmer gesprochen haben, dass auch zwei Radierungen im Wartezimmer sind. Und einmal vom Emanuel Löwy, der Archäologe, enger Freund von Sigmund Freud war und als Archäologe unterrichtet hat auf der Wiener Universität, und Albert Einstein. Wunderbare Radierung, Schmutzerradierung von Albert Einstein, mit dem Freud korrespondiert hat zur Frage, warum Krieg 1932, 1933. Und für uns, für die Fotografie ist dann auch noch wichtig gewesen,
dass das total verpönt war, nach Fotografien zu arbeiten. Und erst im Nachhinein über 3000 Glasnegative bekannt wurden und jetzt in der Österreichischen Nationalbibliothek liegen, aber dass man ihm quasi vorgeworfen hat, kann er denn nicht nach der Natur arbeiten, braucht er Fotografie als Vorlage. Also auch jetzt, um nochmal darzustellen, wie denn die Situation war und wie es als künstlerisches Medium eigentlich gar nicht anerkannt war noch. Freud war aber sehr zufrieden, also er hat dann sich bedankt für die Mühe, die der Schmutzer sich gemacht hat mit der Wiedergabe meines garstigen Gesichtes. Und für ihn ist es aber so quasi die, er fühlt sich gut aufgehoben für die Nachwelt mit dieser Arbeit jetzt. Was in Österreich auch nachgemacht hat, ne, mit dem 50 Schillingschein. Genau, naja, also... Wie lange soll man noch? Wir hätten 8:30. Also wir haben noch so quasi das Büro, wo ich dich jetzt eigentlich auch kennengelernt habe, also eine Buchpublikation, wo du die Engelmann, Edmund Engelmann, war hier in dem, kurz bevor Freud Wien verlassen musste. Also das ist jetzt unser letztes Kapitel. Ich würde sagen, wir beeilen uns und gehen durch schnell. Ja. Also wo drücke ich das? Nein, ich mache schon. Du machst. Ja. Okay. Also das ist die Geschichte, die ich vorher schon erwähnt hatte. Edmund Engelmann wird von Eichhorn gebeten, im Mai 1938 in die Berggasse 19 zu gehen, weil vielleicht, wenn diese schrecklichen Kriegstage vorbei sind, wollen die Österreicher ein Freud-Museum errichten. Und da müssen sie ja wissen, wie es einmal ausgesehen hat. Und dann ist dieser junge Engelmann, und da man sieht es an den Swastikas, die hängen, war die Gestapo schon vor dem Haus. Die Gestapo war das erste Mal in der Berggasse 19 am 15. März, nicht? Am 13. war Hitler, hat seine Rede gehalten und zwei Tage später war die Gestapo in der Berggasse 19 und auch im Verlag. Und eine Woche später DSA, und da hat DSA die Anna Freud mitgenommen über Nacht oder fast über Nacht auf dem Murzinplatz ins Gestapo-Hauptquartier. Und wir glauben, dass das der Grund war, warum der Freud dann zugestimmt hat zu flüchten. Und in dieser Situation im Mai geht der junge Engelmann durch, zum Teil auch über den Hof heimlich herein, weil er sich bei der Gestapo nicht vorbeitraut. Und macht diese Bilder weiter. Genau. Die wir zum Teil eh schon gesehen haben, aber jetzt. Da, also, und beschreibt auch in dieser Publikation, Engelmann hat dann eine ganz wunderbare Beschreibung geliefert. Die deutsche Ausgabe ist vergriffen. Die englische gibt es noch, wir haben die neu aufgelegt vor ein paar Jahren. Weil das natürlich ganz bedeutsam ist, diese Fotografien zu haben und eine besondere Bedeutung hat, auch in der Nichtrekonstruktion, wie es eigentlich gedacht war, in der Nichtrekonstruktion des Sigmund Freud Museums, weil wir diese Fotografien auch instrumentalisieren, sozusagen wieder einmal, um die Kraft der Imagination unserer Besucherinnen anzuregen. Weil die Lehrstellen selber... Also dazu muss man vielleicht für alle, die es nicht wissen, noch sagen, wie Freud nach London gegangen ist, hat er alles komplett mitgenommen. Genau, also er hat alles mitgenommen, seine ganzen Besitztümer. Wir haben einige Dinge bekommen, wie die originale Einrichtung des Wartezimmers von der Anna anlässlich der Öffnung des Museums 1971. Aber, und sonst Leihgaben oder Schenkungen, aber die Couch ist weg, der Schreibtisch ist nicht da, der Sessel ist nicht da, aber etwas da... Was da ist, was man hier auch schön sieht, ist der Spiegel am Knauf im Arbeitszimmer. Den hat Anna selber. Mai 1938 und am 4. Juni 1938 hat Freud Wien verlassen können. Also er hat, deshalb sieht es noch so aus, also es sind wenige Wochen, bevor die Freuds geflüchtet sind. Und das ist sozusagen der letzte Zustand gewesen, den wir hier sehen. Und wenn Sie jetzt in das Museum gehen, dann finden Sie wie
Das war ein wunderbares Konzept auch vom Architekten Hermann Tschech, der mit uns den Umbau gemacht hat. Sieht man im quasi entkernten Erinnerungsort des Behandlungszimmers dieses Foto und unsere Besucherinnen, und das hat auch eine gewisse Korrelation zur freien Assoziation im psychoanalytischen Setting, dass unsere Besucherinnen gezwungen sind, ihre Fantasie, mit Hilfe der Fantasie vor dem inneren Auge das Bild zu komplettieren. Und warum? Weil es mir als Kunsthistorikerin kuratorisch ganz unmöglich ist, eine Fake-Couch hinzustellen an den ursprünglich originalen Ort oder ein Bild zu groß aufzublasen oder was auch immer, weil es ja einen Grund gibt, warum diese Couch nicht mehr da ist. Und deswegen ist der Ort, an dem die Couch stand, einfach gekennzeichnet. Weil sonst wäre das ja eine Verleugnung unserer eigenen Geschichte. Nicht? Weil das ist ja nicht nur der Ursprungsort der Psychoanalyse, sondern gleichzeitig auch ein Denkmal für den Holocaust und diesen Verlust von Kultur und Menschlichkeit im Zweiten Weltkrieg. Das nächste Foto zeigt dieses eine Bild auf der rechten Seite, das offensichtlich die Vorlage für John Baldessari war. Dieses Foto hat er verwendet, und auf der linken Seite das Foto, das auch Enkelmann gemacht hat, der per Zufall und überraschenderweise auf Freud getroffen ist, während er fotografiert hat, weil der Freud hat es gar nicht gewusst, dass der Eichhorn ihm gesagt hat, der junge Enkelmann soll fotografieren kommen. Und dann haben die sich miteinander befreundet, und er hat dem Freud auch ein Album noch, bevor er geflohen ist, gegeben von den entwickelten Bildern. Das hat Freud sehr geschätzt, und er hat die Fotos gemacht für die Pässe. Und das linke Foto ist das Passfoto oder eines dieser Fotos, die er, Porträtfotos, die er von Freud gemacht hat. Er hat auch Anna fotografiert und auch Martha, und die sind verwendet worden in den, für die Fluchtpässe. Und das nächste Bild, da sehen wir dann dieses berühmte, ikonische Bild, das auch Peter Weibel in seinem Text beschreibt, das Österreich absurderweise immer wieder verwendet, um sich als Wien, als die Stadt der Psychoanalyse und die Stadt von Sigmund Freud, sich damit zu schmücken. Und es war auch als auf dem Werbesujet für diese berühmte Ausstellung Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit, ja. Und ist tatsächlich der Beleg eigentlich dafür, dass man Freud vertrieben hat und dann weiterdenkt, 4 seiner 5 Schwestern in den KZs ermordet hat. Weil es stellt nicht wie fälschlich angenommen Freud am Westbahnhof noch dar, sondern es ist Freud, wie er in Paris ankommt am 5. Juni und von der Presse fotografiert wird und willkommen geheißen wird. Und die ganze Presse, internationale, war natürlich voll von dieser Nachricht, aber nicht keine österreichische Presse. Und das nächste zeigt eben auch den 5. Juni, da wieder mit Marie Bonaparte an seiner Seite und Ernest Jones auf der anderen, der Chef der englischen, der britischen psychoanalytischen Vereinigung, denen es gelungen ist, 16 Monate später war Freud tot, nicht? Also er ist ins Exil gegangen, um in Freiheit zu sterben. Aber sein Leben im Exil und in Freiheit hat nicht mehr lange gedauert. Und das nächste Bild. Jetzt kommen wir eigentlich zurück ins Museum. Jetzt kommen wir noch einmal zurück ins heutige Museum, ins Heute. Da zeige ich Ihnen jetzt gerne unsere erste Fotoedition. Und zwar hat die Hertha Hurnaus auch die Fotos für den Sammlungskatalog gemacht. Und wir haben uns so gut verstanden und sie war so fasziniert von diesem entkernten Erinnerungsort, dass sie neben ihrer Fotografie für den Katalog und für die Architekten auch eine Fotoedition gemacht haben von Bildern, die sie noch einmal gemacht hat, die ganz anders sind. Ja? Und so sieht man jetzt noch ohne Beschriftung sozusagen, aber das war der, so schaut das im Behandlungszimmer heute aus. Davor steht das Foto, es gibt Text an der Wand, aber das war dieser Zustand, bevor die Neueröffnung eingerichtet, also bevor das neu, 2020 neu eröffnete Museum eingerichtet wurde. Und da sehen Sie diesen
freigelegten Platz, genau, das sind genau 1:1 die Umrisse der Couch, die Umrisse des Teppichs, den Freud hinter der Couch an die Wand genagelt hat. Und der junge Architekt vom der Gerhard Flora, Kollege vom Hermann Tschech, sagt ja, weil wir im Museum auf Spurensuche gegangen sind und die Dinge freigelegt haben, wie das Ofenrohr auf der anderen Seite, sagt, ja, aber man müsste ja noch nach dem Motto, was ist geblieben, man müsste ja noch die Löcher finden. Und die haben die Restauratorinnen dann tatsächlich gefunden, diese Löcher, wo man genau nachvollziehen kann, wo der Teppich hing, und haben diese Löcher freigelegt, von denen ich behaupte, dass sie eine wunderbare Metapher eben für diesen Verlust von Kultur und Menschlichkeit heute sind. Und unseren Besuchern halt auf mehreren Ebenen eine vielschichtige Geschichte transportieren. Sie können sich die Edition auch im Original anschauen, wir haben sie ja dann noch. Ja, vielen Dank. Ja, das heißt, also danke für Ihre lange Geduld, weil dafür, dass wir behaupten, es gibt eigentlich nichts von Freud und der Fotografie, haben wir leider so viel gefunden, dass wir gerne immer noch weiter graben würden und noch weiter plaudern. Vielen Dankeschön. Dank.